Herzlich willkommen in der Welt der negativen Ölpreise. Ja, gestern war es also soweit. Der Ölpreis ist zum allerersten Mal, seitdem die Futures an der Börse gehandelt werden, und das sind immerhin ein paar Jahrzehnte, jetzt zum allerersten Mal, ihr seht es hier, in den negativen Bereich gefallen. Und ist jetzt eigentlich Öl negativ geworden? Ist der Future negativ geworden? Wie hängt das alles zusammen? Das Video war nicht geplant. Nichtsdestotrotz, so eine wichtige Sache erkläre ich euch jetzt hier im Video. Bleibt also dran. Ihr habt es ja gestern schon gesehen, ich habe gestern Abend noch ein ganz kurzes, spontanes Video bei mir zu Hause gemacht, als ich nämlich so kurz nach 20 Uhr eine Mitteilung bekommen habe. Ein Freund hat mir geschrieben, gesagt, hey, guck dir mal Öl an, da ist gerade ein bisschen was los. Ne? Und tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, war Öl runtergefallen von ungefähr 11 Dollar auf etwa 1,50 Dollar. Also das war schon mal ein richtig toller Verlust. Ne? Hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sowas passiert, über 90% Verlust. Und dann ging es aber noch weiter, denn man denkt immer, okay, bei Null ist Schluss, kann ja nichts mehr passieren. Und tatsächlich habe ich genau in dem Moment auch WhatsAppen bekommen, die mir geschrieben haben, hey, kann ich jetzt noch Öl kaufen, weil Risiko nach unten ist doch relativ begrenzt, bei Null ist Schluss. Ne? Ich habe gesagt, hey, hört auf damit, lasst die Finger davon. Meine Begründung war allerdings, das ist der Kontrakt, der ausläuft. Das heißt, er hat nur noch ein paar Stunden zu handeln und deswegen Finger davon. Fakt war, es war gut, wenn man die Finger davon gelassen hatte, denn am Ende ist das Ganze hier sogar noch runtergegangen. Wir waren zwischenzeitlich bei fast 40 Dollar minus. Na, das heißt also, wir hatten einen negativen Preis. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Warum ist das gekommen? Ihr müsst verstehen, es gibt in Amerika, es gibt auf der ganzen Welt verschiedene Sorten Öl. So, und die, über die gestern gesprochen wurde, das ist das sogenannte West Texas Intermediate, WTI, Crude Oil. Das ist eigentlich auch so der meistbeachtetste Kontrakt in der Welt. Es ist aber gar nicht mal so dieses Öl, was am meisten auf der Welt verbraucht wird. Also wir zum Beispiel in Europa, wir nutzen hier Brent Oil. Das hat glaube ich gestern 25 Dollar gekostet oder so. Die Araber haben wieder ein anderes Öl und jedes Land, was irgendwie fördert, hat anderes Öl. Also ganz, ganz unterschiedlich. Das Besondere bei diesem West Texas Intermediate ist, dass es nur einen Lagerort oder einen Hauptlagerort gibt, wo das ist. Und das ist eben Cushing in Texas. Deswegen heißt es eben West Texas Intermediate. Und da fließt momentan alles hin. Ne? Da fließt dieses ganze Öl hin. Und ich habe euch ja schon in den vorigen Ölvideos gemacht, zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich eben heraus, die Lager sind wirklich fast obenhin voll. Das hat jetzt aber nicht zur Folge gehabt, dass der Preis so gefallen ist, sondern die Folge war ein ganz anderer. Man hat gestern Abend auf Bloomberg dann auch lesen können, dass es Händler gab, und immer wenn sowas passiert, ne, immer wenn sowas wie gestern passiert, sowas extrem Außergewöhnliches, könnt ihr immer davon ausgehen, dass es einen Großen zerreißt. Also es passiert immer irgendwas. Finanzkrise 2008, als so die ersten Einschläge kamen, was war? Bear Stearns hat damals zwei Hedgefonds zerrissen. Lehman Brothers, dieser Einbruch, ne, weil es eben Lehman Brothers zerrissen hat. So, und gestern hat es wieder ein oder zwei große Ölfonds zerrissen. Und was haben die gemacht? Die haben ganz einfach gesagt, hey, wir kaufen die Futures. Wir setzen also darauf, dass der Preis zum Ende hin steigt. Und jetzt ist der Preis aber nicht gestiegen. Man weiß auch nicht, wann die diese Geschäfte gemacht haben, ob das schon vor einem Jahr war, vor zwei Monaten, vorgestern, keine Ahnung. Ne? Fakt ist aber, die waren Long Öl. Und zwar eben nicht Long Öl, indem die sich so ein Barrel hier gekauft haben, also so ein Fass, sondern die haben die Futures gehabt. Futures sind Versprechen auf die Zukunft. Und weil es einige in den Kommentaren geschrieben haben, das ist Zockerei, nein, ist es nicht. Es hat überhaupt nichts mit Zockerei zu tun. Das sind Absicherungsgeschäfte, und immer wenn die sich eine absichern will, brauchst du einen anderen, der ins Risiko geht. So, das sind in der Regel die Spekulanten, ohne die würde das aber nicht funktionieren. Und diese Spekulanten waren eben Long Öl, das heißt, sie haben auf steigende Ölpreise gesetzt, und jetzt fiel der Preis aber immer mehr. Und jetzt hatten die Probleme, weil wenn du Long bist, ne, du hast etwas gekauft und dein Preis fällt immer mehr und du weißt, hey, ich habe auch bloß noch anderthalb Tage oder zwei Tage, um das Ding aufzulösen, und ich möchte keine Lieferung haben, weil wenn du Long den Ölfuture bist, kannst du angeliefert werden. Ne? Das heißt, dir kann das Öl angeliefert werden. Kommt jetzt nicht der Tankwagen und sagt, hey, servus, hier bin ich, sondern da gehen eben diese Mengen um, und viele Fonds wollen das nicht oder dürfen es manchmal auch gar nicht. So, also haben die gesagt, okay, wir müssen unsere Positionen loswerden. Und
Wenn du long bist und willst etwas loswerden, was musst du machen? Stimmt, du musst es verkaufen. Und wenn du es aber verkaufst und der Preis fällt eh schon und plötzlich drückst du nochmal, wissen alle anderen, oh, da ist aber jemand unter Druck und den nehmen wir jetzt aus. Ja? Das heißt, die anderen Händler, die Market Maker haben diesen einen Händler komplett ausgenommen. Laut Bloomberg hat er 800 Millionen gestern verloren. Müssen wir jetzt nicht traurig sein, wird kein Arm treffen. Ne? Vielleicht ist er aber jetzt auch pleite, aber keine Angst, das ist jetzt nicht so schlimm. Und jetzt war es einfach so, dass die CME Group, größte Terminbörse der Welt, zu der gehört in New York die NYMEX, und die NYMEX, an der wird Öl gehandelt, die hat dann gestern gesagt, okay, wir erlauben negative Preise, weil der wollte seine ganzen Futures loswerden, aber niemand hat gesagt, er nimmt sie. Niemand hat gesagt, ich kaufe sie dir ab. Und als die CME dann gesagt hat, okay, wir lassen jetzt negative Preise los oder zu, haben dann einige Händler gesagt, ich würde dir deine Futures abnehmen, du musst mir aber $10 dazugeben für jeden, den ich dir abnehme. Ja? Also das heißt, der musste sogar noch Geld bezahlen, dass es losgeworden ist. Und wer jetzt nicht in dem Thema drin ist, der sagt, ah, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dann lasse ich es doch auflaufen, lassen wir es liefern, aber das ist ein hochkompliziertes Geschäft. Okay? Und deswegen ging das eben sogar runter bis auf fast $40. Ihr seht es hier, ja, bis auf fast $40 ging das dann runter. Und bis der dann seine Positionen endlich abgeladen hatte und dann ging das wieder hoch und heute früh in Singapur der Handel war irgendwie bei $2 oder irgend sowas. Ne? Also heute früh nachts um 3 oder irgend sowas. Da war es dann, hatte sich das dann schon wieder ein bisschen erholt. Also das heißt, es war eine absolute Ausnahmesituation. Es zeigt aber an, dass momentan das sehr, sehr schwierig ist. So, jetzt hat das ein paar wahnsinnige Auswirkungen aber für den ganzen Handel. Fangen wir mal an, es gibt viele, aber wir fangen mal an mit ein paar, die wir nachvollziehen können. Die Idee ist ja jetzt einfach, wenn du sagst, hey, wenn jetzt Öl so günstig ist, ja, was machen wir jetzt? Kann ich denn nicht Öl kaufen? Ja, kannst du, aber wahrscheinlich nicht als Privater. Warum? Weil du Öl einfach nicht als Privatmann kaufen kannst. Klar kannst du Öl kaufen, aber wie willst du das lagern? Ne? Also stellt euch vor, so ein großes Fass hier, also ein Barrel, das sind glaube ich, guck mal schnell nach, wie viel ein Barrel ist. Ich glaube 157 oder 159 Liter. Mal gucken, wer es von euch als erster rauskriegt. Bitte? 159. Benedikt hat es rausgekriegt, 159. 159 Liter sind es also. Und das ist ja so ein Fass hier. Ne? So. Und das ist jetzt aber nicht viel, 159 Liter. Ihr müsst euch vorstellen, am Tag werden momentan 5 Millionen Barrel, also 5 Millionen solcher Fässer, zu viel gefördert. Die sind einfach da, die werden nicht verbraucht, die müssen irgendwo hin. So. Und was jetzt Große machen, Institutionelle momentan machen, die machen eins, die kaufen jetzt dieses Öl tatsächlich, packen es auf Tankschiffe und verkaufen es auf Termin in 12 Monaten oder in 6 Monaten weiter. Das hat zur Folge, dass hier, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen und wir haben es mit unseren Mentoring-Kunden zum Beispiel mal ganz ausführlich gemacht, dass zum Beispiel Tankeraktien gestern durch die Decke gegangen sind. Warum? Weil die Kapazitäten, die Lagerkapazitäten sind voll und du weißt nicht mehr mit dem Zeug wohin. Du weißt aber, du hast etwas, was in ein paar Monaten viel mehr wert sein wird. So, was ist also jetzt die Idee? Du hast hier etwas, ich weiß, es wird in ein paar Monaten mehr wert sein, wo tue ich es hin? Lagerstätten sind alle voll weltweit, nahezu weltweit voll. Ah, Tankschiffe. So, also mietest du dir Tankschiffe an, packst das ganze Zeug drauf, fährst die raus in internationale Gewässer, wartest 6 Monate ab, verkaufst es einfach weiter. So, ziemlich einfacher Deal, kannst du als Privatmann aber nicht machen. Du musst den Umweg gehen über Tankeraktien. Nein, ich werde euch diese Tankeraktien nicht nennen. Warum? Weil das hochspekulative Geschäfte sind. Da muss sich jeder selber jetzt Gedanken machen, muss man ein bisschen googeln, muss man ein bisschen suchen. Und ich werde einen Teufel tun, wenn ich jetzt sagen, kauft die oder die Aktie. Ne? Also Gottes Willen. Aber das ist so eine Überlegung, die man da jetzt anstellen kann. Weil, und da kommen wir jetzt wieder zu einem anderen Ding, als Privatmann kannst du kein Öl kaufen. Jetzt gibt es ja sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities. Ne? Da gibt es zum Beispiel in den USA, gibt es einen, der heißt USO, United States Oil, und dieser ETF oder ETC, besser gesagt, der kauft Öl. Problem ist aber, bei diesen ganzen Rohstoff-ETCs, und da habe ich euch auch schon mal ein Video darüber gemacht, du kannst das nicht physisch replizieren.
Das heißt, es gibt einen ETF oder ETC auf Gold und auf Silber. Ja, warum? Weil es kein Problem ist. Stell dir mal vor, du hast so ein Fass, die Größe eines Fasses mit Gold. Das sind Millionenbeträge. Wenn du aber so ein Fass kaufst mit Öl und das sind bloß ein paar Dollar, wie viel musst du da kaufen? So, und jetzt ist folgendes Problem aufgetreten. Dieser, weil Öl so billig ist, haben ganz, ganz viele Leute zuletzt Geld in diesen ETC reingeschoben. Allein letzte Woche hatte der 500 Millionen Dollar Zufluss. Und was muss der machen? Der muss das Öl kaufen, muss dann aber wieder rollen. Das heißt, der kauft Futures und rollt die dann immer in den nächsten Kontrakt. Und allein der Preisverfall diese Woche ist darauf zurückzuführen, der erste Preisverfall, dass dieser USO, dass der rollen musste. Das heißt, der hat die ganzen Mai-Futures verkauft, hat damit enormen Druck auf den Markt gemacht und hat die Juni-Futures gekauft. So, damit entstehen riesige Rollverluste aber. Und was kommt jetzt raus? Gestern Abend kam die Ankündigung, der ETC wird wahrscheinlich am 30.04. aufgelöst. Ja? Der hat, glaube ich mal, wir haben es heute früh mal nachgeschaut, was war der im Höchstkurs mal? 120 oder so, war der mal im Höchstkurs, jetzt ist er bei 2. Ja? Das heißt, wer gedacht hat, okay, er kann Öl über so ein Vehikel kaufen, Totalverlust, sorry, funktioniert nicht. Ja? Du kannst als Privater kein Öl kaufen, das funktioniert einfach nicht. Es gibt kein Konstrukt, was Sinn macht, als Privatperson das Ganze zu kaufen. So. Ölaktien, schwierig, ne? Weil wenn die Jungs kein Geld verdienen, viele Schulden, ziemlich kompliziert. Und also es ist schwierig, du musst einfach warten, bis sich ein Boden findet und dann vielleicht über Futures kaufen. Dazu musst du dich auskennen. Wenn ihr euch für das Thema Future interessiert, wir werden in der ersten Maiwoche unser neues Training Futures veröffentlichen. Ne? Also wer sich dafür interessiert, wir haben auch schon ganz viele Anmeldungen. Beratungsgespräch, wisst ihr, jensraube.de/termin, da können wir euch erklären, wie ihr das mit Futures machen könnt. Mit den herkömmlichen Produkten, die ihr kaufen könnt, könnt ihr vergessen, dass ihr irgendeine Art und Weise von dem in Zukunft definitiv anstehenden Anstieg im Ölpreis werdet profitieren können. Das geht nur über den Umweg Aktien und habt aber eben das Einzelaktienrisiko. So, was wird jetzt passieren? Mit solchen Ölpreisen, habe ich euch schon gesagt, kann niemand leben. Die Russen nicht, die Amis nicht, die Araber nicht. Die Amerikaner werden jetzt wahrscheinlich eins machen, die müssen natürlich, und Trump vor allen Dingen, ne, denkt immer dran, 3. November ist Wahl in den USA, die Ölindustrie ist 5% der amerikanischen Arbeitsplätze. Das heißt, der kann jetzt nicht sagen, okay, gehen die halt alle pleite, sind sie alle weg. Ne? Nein, die werden da Geld reinstecken. Was werden die tun? Die werden sagen, okay, wie schaffen wir es, dass die überleben und gleichzeitig kein neues Öl auf den Markt kommt? Die pumpen ja momentan weiter, damit sie überhaupt Geld einnehmen. Ne? Auch wenn sie es nicht rechnet, aber Hauptsache Geld in der Kasse, um die Kredite bedienen zu können. Und wahrscheinlich macht jetzt Amerika eins. Eins hat man heute Nacht schon angekündigt, man wird jetzt seine staatlichen Reserven oder die strategischen Reserven auffüllen. Okay, das werden viele Länder jetzt machen. Und Amerika wird aber jetzt nachher gehen und wird sagen, okay, wir kaufen den Frackern, den Shell-Produzenten jetzt schon ihr Öl ab, sagen aber, lasst es noch in der Erde. Okay, man sagt also, okay, wir kaufen euch jetzt für die nächsten Monate, Jahre schon Öl ab. Wir bezahlen euch jetzt auch, ist ja kein Problem. Ne? Fett hat ja so eine kleine Maschine, kommt hinten Papier rein, vorne kommen Dollars raus, also Druckpresse, relativ simpel. Und dann nimmt man einfach dieses Geld, bezahlt die Produzenten und sagt aber, ihr fördert es bitte noch nicht, ihr lasst es in der Erde. Und damit überleben die. Es kommt kein neues Öl auf den Markt und dann kann man das so langsam, aber sicher kann man das ausgleichen. Das ist also eine Möglichkeit, die es wahrscheinlich geben wird. Ist das sinnvoll? Ist das langfristig gesund? Nein, natürlich nicht. Katastrophe. Ne? Die müsstest ganz viele pleite gehen lassen. Aber das machst du halt nicht und würde niemand machen. Das würde man also auch in Deutschland nicht machen, in Europa nicht, würden die Russen nicht machen, würde niemand auf der Welt machen. So, deswegen, ja, es ist nicht schön, Moral Hazard, aber ist halt einfach so. Fakt ist auf jeden Fall eins, dass Öl, dass Rohstoffe extrem spannend sind. Und momentan fragen sich doch viele von euch, kommt es jetzt zu einer Hyperinflation? Ne? Das hier ist keine Hyperinflation, das ist Deflation. Und das wird sich in ganz, ganz vielen Bereichen jetzt auch bemerkbar machen, diese Deflation. Das heißt, wir erleben momentan eher, dass viele Güter sich deflationär entwickeln, andere Güter eher inflationär. Also wenn wir einfach nochmal das Beispiel hernehmen, wenn du so ein Fass nimmst mit diesem Barrel Öl 159, war es 159, Benedikt? Ja. Ja, 159 Liter. 159 Liter Öl, das ist jetzt immer billiger geworden. Deflation, dasselbe Fass voller Toilettenpapier
oder Nudeln ist in den letzten 4 Wochen deutlich teurer geworden. Inflation. Ja, so, das heißt, wir haben momentan beides. Und bis zur Hyperinflation ist noch ein Stück hin. Vielleicht kommt die nicht, aber wenn, dann dauert es noch ein bisschen, weil das hier sind erstmal definitiv deflationäre Tendenzen. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, der Ölpreis, der zum Beispiel auch in gewissen Inflationszahlen eingerechnet wird, wenn der so runtergeht, was das dann auch für einen Einfluss auf die Inflationsraten hat. Ne, Inflation geht runter. Und was werden die Notenbanken wieder machen? Wir müssen Attacke machen, wir müssen Geld reinschieben, weil wir brauchen ja Inflation. Ne? So kriegen sie natürlich mit sowas hier überhaupt nicht. Auf jeden Fall, Fakt ist eins, Rohstoffe bleiben mega, mega, mega interessant. Das wird eine der spannendsten Stories der nächsten Monate und Jahre werden. Nicht nur Öl, auch Gold, auch Getreide, Edelmetalle, also alles, was es da so gibt. Aber es ist eben nicht so dieses ganz Simple. Ne? Eine Unze Gold kaufen, okay, das ist kein Ding. Aber schon, wenn ihr die anderen Rohstoffe euch anschaut, das ist nicht so ganz so einfach, die zu handeln. Es geht, aber da müsst ihr Profi-Werkzeuge nutzen. Da könnt ihr nicht mit dem Sachen unterwegs sein, die draußen im Retail-Markt angeboten werden. Da könnt ihr euer Geld auch, spendet das. Ich nehme es auch, also wer auch immer, ne? aber gibt es weg, weil mit denen könnt ihr kein Geld verdienen. So, das war jetzt nochmal ein Video zum Thema Öl. Ich hoffe, wir sind jetzt erstmal mit dem Thema durch. Zum Thema Öl, dass ja jetzt erstmal nichts mehr kommt. Wenn noch mal was kommt, dann mache ich noch mal was spontan. Aber ansonsten sollten wir das Thema Öl jetzt erstmal beerdigt haben, weil hier, das ist immer ein Extrem. Ne? Also sowas stellt immer einen Extrempunkt dar und das sollte sich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen beruhigen, sollte sich einpendeln und dann werden wir sehen, wie sich das Ganze hinentwickelt. Nochmal, wenn euch für das Thema Futures interessiert, hensrauer.de/termin, wisst ihr ohnehin schon. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.